Die Momente der Rettung im Regenwald. Jetzt hat die kolumbianische Regierung neue Videos veröffentlicht. Sie zeigen die Retter mit den Kindern, kurz nachdem sie im Dschungel gefunden werden konnten. Die Kinder sitzen im dichten Grün, werden von Soldaten der kolumbianischen Armee schützend im Arm gehalten, behutsam gefüttert. Es ist das Wunder im Regenwald. Die drei Kinder und das Baby überleben einen Flugzeugabsturz im kolumbianischen Regenwald. Erst nach mehr als 40 Tagen können sie gerettet werden. Die Cessna stürzt wegen eines Motorschadens ab. Die vier Kinder im Alter von 13, 9 und 4 Jahren und ein 12 Monate altes Baby überleben den Aufprall. Drei Erwachsene, darunter der Pilot, kommen bei dem Absturz ums Leben. Wie erst jetzt herauskommt, hat die Mutter der Kinder wohl zunächst sogar noch einige Tage in den Trümmern überlebt, bevor auch sie an den Folgen des Absturzes stirbt. Berichten zufolge hat das Überlebenstraining des Opas mit den Kindern wohl maßgeblich geholfen, so lange im Dschungel durchzuhalten. Zudem finden die Retter vom Militär abgeworfene Überlebenspakete an der Fundstelle. Nach Angaben der Ärzte ist der Gesundheitszustand der Kinder stabil. Die kommenden Woche erholen sie sich aber im Krankenhaus. Die Momente der unglaublichen Rettung in diesem dichten Dschungel geben dem Wunder des Regenwaldes jedoch eine neue Dimension.